wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Airbag-Fehler. Ja. Wir fahren jetzt wieder zu unserem Blitzer und werden ein cooles Video machen. Vielleicht können wir heute noch wieder was. Das ist ein cooles Video. Das sind einfach nur schadensfrohe Leute, Alter. Aber ja, das auch. Genauso. Ja, aber das sind schon Follower von uns. Der eine schreibt mir, bring mir auch Dings mit, weil hier ist voll kalt. Geil. Wir werden versuchen, ich hoffe, dass manche wieder anhalten werden. Dann können wir wieder hinterherfahren. Wir werden heute richtig Action machen. Guck mal, Stories waren schon geil. Ich glaube, YouTube-Video wird noch geiler. Wir fahren jetzt mal zum Blitzer als Real. Ich wollte auch gucken, ob man, also was heißt wir, böse Zungen haben behauptet, da wird einer vorbeifahren mit dem Fahrrad. Mhm. Da wird sich blitzen lassen. Wir kennen den Typen aber nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Und Daniel will Essen bestellen dahin. Boah, Digga. Daniel will sich da Essen hinbestellen. Und ja, wir machen richtig Verfeiger da heute. Ich mache richtig chillig. Ja, das wird wieder so ein geiler Abend wie gestern. Ey. Bis 4 Uhr morgens standen wir da. Hammer. Wir sind da. Da hinten ist der Blitzer. Daniel ist wie Camper, Digga. Der hat alles mit Camper. Wird was, meine Damen und Herren. Aber garantiert. Der kommt zu gut. Der kommt zu gut. Komm, wir helfen ihm noch mal. Entschuldigung. Das war nix. Die Bullen, Digga. Die Bullen. Nur Video. Ist schon an. Ja, Bolsch. Oh, ja. Es läuft, läuft. Ja, ja. Sicher, dass das ausgeht? Nein, nein. Ne, mach so, dass man alles sieht. Der kommt zu dir. Nee, weg mal. Mahlzeit. Abend. Wir haben so seltsame Zeichen gemacht. Wir wollten gucken, ob alles okay ist. Zu euch? Ja, dachten wir zumindest. Das sah so aus. Nein, wir haben Tee getrunken, ich habe mich verbrannt. Ich so, Junge, viel zu heiß. Wir haben so eine Teekanne hier. Warum haben Sie bei der ersten Fahrt, wo wir hier dran vorbeigefahren sind, das Wollen Sie auch Handy aus dem Auto gehalten? Ein was? Handy aus dem Auto gehalten. Weil wir das auch genommen haben, weil wir das lustig fanden, dass die alle geblitzt werden. Ach so. Ja, wir stehen seit gestern hier. Okay. Und das ist unser neues Hobby. Wir gehen nicht feiern, wir stellen uns hin und lachen die Leute aus, die geblitzt werden. Okay. Wir haben auch gehofft, dass ihr geblitzt werdet tatsächlich, aber ihr wart schlauer. Okay. Nein, ja. das ist der Hintergrund. Wir waren eh in dem Einsatz hier. Und zwar soll hier irgendwie eine Person mit einer Warnweste über die Straße laufen. Haben Sie da was beobachtet? Nee. Das geht. Das geht ja. Was für eine normale Warnweste? Ja, mit Police oder halt. Nee, das nicht. Aber wenn was ist, sag ich Bescheid. Komm mit Weste, Alter. Tea Time. Sehr gut, danke. Oh, offenbar Dienst, ne? Ja. Das ist super. Ne, alles klar. Haben Sie hier alles im Griff? Bin ich genau. Ja, natürlich. Ja, tschüss. Bastard. Du Bastard, Digga, wie dir haben. Digga, soll ich auch ein Licht anmachen? Also, meins ist heller. Digga, okay, es geht richtig ab hier, Digga. Es geht richtig ab. Also, wir haben keine Ahnung, wer das war, ne? Also. Hä? Das mit dem Police? Kein Plan mehr. Hast du ihn gesehen? Ich kann ja. Wir auch nicht. Wegen dir sind die hier rumgefahren, Alter. Geil. Ja. Nur jetzt, die auch noch ab. Ich hätte dich richtig in der Pfanne hauen können. Jetzt, der jetzt wäre geil, wenn die geblitzt werden. Mach mal schnell ein bisschen. Nein, die blitzt so, ja, stell mal vor. Ja, das ist ja geil. Oh ja, Junge. Direkt Bullen. Ja, willkommen in Deutschland. Haben Sie jemanden gesehen? Wie ruhig Zeit am aufhört zu atmen, Alter. Ich wollte lachen, aber ich dachte, ich wusste auch lachen. Lache, fick ich ihn. Der wird richtig stark. Boah, der bremst gar nicht. Ich hab nur Angst vor Gott, Alter. 3, 2, 1. Kujak! Was macht ihr? Der misst wirklich, ob der 100 Meter vom Dings Blitzer entfernt ist. Mit Stolzstock. Mit Stolzstock. 2 Meter. 3 Meter. Aber verzähl ich nicht, ne? Ey, du machst doch kein Auge. Daniel, gehst du mit? Machst du Video? Ja, ich geh mit. Ich will diese Pisskacke. Boah, wurde es geblitzt? Ja, meine Freundin vorhin. Mit wie viel? 52, 55, ja. Irgendwie so. Aber das ist doch 50 auch nicht. Boah, der ist 30. Oh. Oh. Stark, 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 stark. Ich muss dir nichts, Alter. Warte, stark. Boah, guck mal, wie der bremst. Das hilft, aber muss mehr bremsen. Ja. Kmh, 48 Euro. Was? Sind die behindert? 10 bis 15, 68. Alter, das ist toll. Wollen wir machen? Das ist krass, Alter. Wollen wir machen?
Für Content. Oder 21 und einen Punkt mitnehmen. Nein, 21 ist zu viel. Wir versuchen es, komm. Und wir gucken, ob der Blitz auch wirklich funktioniert, Digga. Was machen wir? Machen wir 40, ne? 10 km/h. Oder macht 9. Boah, 40 ist schon. Hä? Der Uwe ist nicht auf 40, Digga! Wir sind gerade 40 km/h gefahren, aber hat nicht funktioniert. Jetzt fahren wir 45. Guck mal, was bei 45 blitzt, ne? Mal Licht ausmachen. Ja, kannst du hinten, aus, hinten anmachen? Sieht man besser? Ja, geht. Okay, 45. Okay. Das ist so dumm, ne? 17. Die haben dich gesperrt. Milek hat freie Fahrt. Freie Fahrt, Digga. Hey, warum blitzt der nicht, Alter? So, der Bray, der wird geblitzt. Der misst jetzt mit dem Zollstock 2 Meter bis zum Blitzer. 10 Meter bis jetzt. Boah, wir sind alle dabei, wir gucken nach, ob das alles so mit einem gerechten Ding passiert hier. Meter? Nein, du hast ja hier nicht zu Ende gemacht. Das Schild. Hä? 102. Polizeipräsidium Bielefeld. Bauer hier, hallo. Wir wurden gerade eben an der Paderborner Straße geblitzt. Da steht ja ein Blitz an der Baustelle. Und wir haben das jetzt gerade mal nachgemessen. Das sind keine 100 Meter vom 30er-Schild bis zum Blitzer. Ja gut, ich weiß jetzt erstens nicht, was das für ein Blitzer ist. Mobiler. Vom Ordnungsamt ist oder von der... Ach so. Ja, mobiler, wie mobiler. Ja, also hier dieser Bernd, der Steuer... So Steuergelder ja, einnehmen. Der ist ja nur so halb mobil. Ne? Gut, jetzt, die Polizei hat nämlich auch einen, jetzt weiß ich nicht, ob das der von der Polizei ist oder der vom Ordnungsamt ist. Wenn es der vom Ordnungsamt ist, dann ist das überhaupt gar nicht unsere Baustelle und müssen mit der Stadt Bielefeld auseinandersetzen. Ja, wie finde ich das denn heraus, von wem der jetzt ist? Weil meiner ist es nicht. Wir werden sie Post kriegen. Ne? Nee, ist klar. Die werden aber dann Post kriegen. Okay. Die werden von der entsprechenden Behörde Post kriegen und dann können sie immer noch dazu. Okay, also am besten einmal Videoaufnahme mit Nachmessen machen. Genau, können wir machen, ne? Okay, machen wir so. Vielen lieben Dank, einen schönen Abend dann noch. Ja. Im Rückendienst, ne? Ciao, ciao. Der bremst gar nicht. Ey, guck mal, der bremst gar nicht, Digga, der zieht durch. Komm schon. Ja. Yep. Ja, sehr stark unterwegs. Sehr stark unterwegs. Oh, Tuna. Wird das was oder wird das nichts? Jetzt mach Video. Ja, ich hab hier. Warte, mal warm weg. Mahlzeit. Schönen guten Tag. Ja, Stadt Bielefeld. Was habt ihr am Blitzer gemacht? Am Blitzer? Ja, wo der Kollege ausgestiegen ist. So, wir haben den Blitzer gar nicht gemacht. Nein, was habt ihr denn da gemacht? Wir haben nur geguckt, ob der Blitzer 100 Meter Abstand hat vom Schild. Ah, okay, alles klar. Okay, weil wir sind von der Stadt, weißt du? Ja, alles gut, okay. Ja. Viel Spaß euch noch, sage ich. Tüning. Du bist echt behindert, was ne? Was denn? Das waren voll die Jungs, das waren süß, aber die Jungs. Ja, boah, ich glaube, da erinnert mich mein Führerschein so jung wie aus. Aber ey, das ist so richtig Deutsche. Wir wollten gucken, ob der 100 Meter vom Ding ist. Das ist der Abspann. Oh, die machen jetzt Fernlicht aus, Alter. Das ist der Abspann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, war jetzt nicht so ein langes Video, war auch nicht so viel Action wie vorgestern, also wie in den Stories. Aber ich glaube, war trotzdem lustig. Mal was anderes auf unserem Kanal, das wird jetzt halt nicht zum Alltag, sondern wir machen weiter Tuning und so, klar. Aber mal ein anderes Video für euch. Ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht was Cooles, macht was Schönes und wir sehen uns entweder Samstag oder Mittwoch. Kuss geht raus.